Wir sind jetzt momentan sehr stark, zumindest so in der westlichen Welt, sehr stark auf Verdrängung des Todes aus. Wenn man bestimmte Dinge im Leben erleben musste, dann wird man automatisch bewusster mit dem Leben umgehen. Völlig unvermittelt steht der Tod vor Rainers Tür und erklärt ihm, dass er in 3 Minuten sterben wird. Doch Rainers Ableben wird durch eine Verkettung von aberwitzigen Umständen verhindert, bei der auch seine Ex-Freundin Sophia eine entscheidende Rolle spielt. Kurz darauf befinden sich die drei auf einer chaotischen Reise, die erst zu Rainers Mutter und dann zu seinem kleinen Sohn führt. Ich fahre, du sitzt neben mir, auch wenn du immer so doof mit den Füßen mitbremst. Ich muss erst mal wissen, was auf der anderen Seite ist. Das weiß ich nicht. Ich helfe nur bei der Überfahrt. Bombo jage! Mit der Verfilmung von Thees Uhlmanns Roman Sophia, der Tod und ich liefert Schauspieler Charlie Hübner sein Regiedebüt ab. In den Hauptrollen sind Dimitri Schad und Anna-Maria Mühe zu sehen. In Berlin haben wir die beiden zum Interview getroffen. Hallo Anna, hallo Dimi. Vielleicht könnt ihr zum Einstieg erst mal ganz kurz sagen, was hat euch denn besonders daran gereizt, eure Figuren Sophia und Rainer zu spielen? Ich mochte an der Sophia gerne, dass sie eine Frau ist, die auf jeden Fall weiß, was sie will und die immer ihrem Gefühl traut und das auch ausspricht und nicht damit hinterm Berg hält. Ich mochte an Rainer die Traurigkeit. Ich finde ihn irgendwie traurig. Ich finde ihn so seltsam rührend in seiner Verklemmtheit seiner Gefühlswelt gegenüber seiner eigenen. Das fand ich irgendwie so faszinierend, dass man denkt, Gottverdammt, komm mal irgendwie aus dir raus. Reagier, zeig der Welt, was du fühlst, bitte. Und diese Unfähigkeit, diese dramatische Unfähigkeit, fand ich total schön. Und was würdet ihr sagen, was ist für euch persönlich so die Essenz der Geschichte? Ich finde einfach besonders an dem Film, dass er sich diesem Thema Tod und Verlust auf eine Art nähert, die irgendwie eine ganz natürliche ist. Also ohne das große Drama, weil das ist es sowieso. Mhm. Und irgendwie wird es aber nicht so bedient die ganze Zeit. Und wie sozusagen die Mitmenschen um Rainer da mit umgehen müssen, ob sie wollen oder nicht. Und eigentlich ist es eine wahnsinnig schöne Vorstellung, wenn man auf so einem Wege sterben würde, dass die Leute sogar noch Zeit haben, sich zu verabschieden und damit sich auseinanderzusetzen. Ich habe dem nahezu nichts hinzuzufügen. Nee, es stimmt voll, weil das, was du beschreibst, dieser Punkt, dass man die ganze Zeit denkt, es müsste jetzt so was Großes kommen, es müsste zu einem Knall kommen und das tut es irgendwie nicht. Es tut es einfach nicht. Das ist jetzt hart gespoilert, aber es ist so faszinierend, wie unaufwendig diese ganze Geschichte funktioniert. Ja. Und dadurch auch zum Teil so sehr ehrlich in der Beklopptheit der Reaktionen. So, weil die Leute nicht perfekt sind. Das ist nicht das perfekte Hollywood-Ding. Ja, und dadurch eben auch manchmal schräg und nicht könnend. Ja. Aber sie machen es halt. Ist ja ein bisschen dumm. Intelligenz ist subjektiv. Wie schmeckt das denn? Also wenn du vielleicht heute schon tot umfällst, willst du nichts weiter machen als Laub fegen und rauchen? Doch! Weißwein trinken. Ich wollte nochmal in die Kneipe, ich wollte nochmal meinen Sohn sehen. Ich wollte mir eigentlich noch eine neue Arbeitsstelle suchen, was ich jetzt offenbar nicht mehr brauche, was auf eine kranke Art und Weise so genial ist. Natürlich ist jedem abstrakt bewusst, ich werde irgendwann sterben. Aber trotzdem finde ich, gesellschaftlich ist es ja ein Thema, was schon eher so am Rande ist. Also niemand redet ja, so wie man über andere Themen redet, über den Tod. Was glaubt ihr, was sind so die Gründe, dass das immer noch so ein bisschen außen vor ist in der Gesellschaft? Weil ich glaube, dass die Menschen Angst davor haben, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, dass sie Angst davor haben, in das eigene Gefühl reinzugehen, in das Gefühl miteinander, was es heißen würde, wenn das Gegenüber nicht mehr da ist. Das ist einfach, glaube ich, ja, das ist sehr beklemmend und lähmend erstmal in der Vorstellung. Ich fand es sehr interessant, gestern der Mensch, der die Projektion bedient hat im Kino, der studiert Philosophie, hat er dann angefangen zu erzählen, mhm, und so vor allem, dass er sich mit der Philosophie des Todes beschäftigt.
Und dass er in diesem Film ganz viele Aspekte sieht von unterschiedlichen philosophischen Ansätzen, wie man mit dem Tod umgehen könnte. Also von der totalen Verweigerungshaltung, also dass sozusagen ein glückliches Leben für einen Menschen nur möglich ist, wenn er es schafft, den Tod absolut zu verdrängen, bis hin zum philosophischen Ansatz zu sagen, dass ein glückliches Leben eigentlich nur möglich ist, wenn man sich die ganze Zeit der eigenen Sterblichkeit gewahr ist, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass man sterben wird. Und die vielen, vielen unterschiedlichen Möglichkeiten dazwischen. Und ich glaube, bei uns hat das sehr stark mit einem, einerseits mit einem Jugendwahn zu tun, mit dem Auseinanderbrechen von, also von traditionellen Wohnformen, wo man dann irgendwie die Oma noch da hatte zu Hause, die gestorben ist, und dann lag sie da noch eine Woche rum und man konnte sich verabschieden. Also tatsächlich so rein physisch, dass du, da, also diese aseptische Haltung toten Körpern auch gegenüber. So, also das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht mehr so stattfindet, wie es wahrscheinlich früher stattgefunden hat. Und diese Anbindung daran fehlt. Und wir sind jetzt momentan sehr stark, zumindest so in der westlichen Welt, sehr stark auf Verdrängung des Todes aus. Und vielleicht wird eine Zeit kommen, wo das wieder anders werden wird. Genau, und inwiefern habt ihr euch vielleicht schon mal wirklich mit eurem, also eigenen Tod so auseinandergesetzt? Ich tue das auch eher weniger, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich ein kleines Kind zu Hause habe. Und das ist mir dadurch irgendwie so... Ist anders dann, ne? Ja, irgendwie verbiete ich mir das fast. Also, weil ich ihr schon beibringe, dass man das Leben genießen muss, so wie es ist und wie es kommt. Und es eben immer auch Teile im Leben passieren können, die unvorhersehbar sind und die dann Dinge mit sich führen, wo es vielleicht alles plötzlich anders ist. Und deswegen denke ich da relativ wenig drüber nach. Ja. Ich denke ständig über den eigenen Tod nach. Ja, deswegen spielst du ja auch meiner nicht so viel. So. Da haben wir den Grund. Ja. Du musst es deiner Mutter sagen. Seine eigene Mutter zu sagen, dass man stirbt, ist scheiße anstrengend. Wir sollten langsam aufbrechen. Da gibt's noch Verhandlungsspielraum? Weiß ich nicht. Dann fahren wir jetzt zu Jonny. Ach, zu deinem Sohn. Habt ihr den Eindruck, dass wir vielleicht so, also wenn man das jetzt so verallgemeinern kann, gesamtgesellschaftlich also viel zu unbewusst leben und uns halt auch viel zu wenig bewusst machen, dass man ja bestimmte Sachen vielleicht viel mehr wertschätzen sollte? Ich glaube, das hat immer schon auch was mit der Lebenserfahrung zu tun und was man erlebt hat. Und wenn man bestimmte Dinge im Leben erleben musste, dann wird man automatisch bewusster mit dem Leben umgehen und das Leben. Es gibt natürlich aber auch die Menschen, die nicht so viel erlebt haben und trotzdem sagen, sie leben jeden Tag so, als wäre es der letzte. Dass es dann auch viel mit Party einhergeht, dass es dann würde mir irgendwann langweilig werden, ehrlicherweise. Aber das ist natürlich auch ein Weg. Also den würde ich gar nicht bewerten wollen. Gerne, nichts hinzuzufügen. Es ist ganz schwierig, mit dir zusammen als Interviewpartnerin zu sein. Weil du dann so etwas sagst, ja, stimmt eigentlich voll. Was soll ich dann sagen? Es stimmt. Genau, dann jetzt an Dimi, dann die erste Frage quasi. Was würdet ihr sagen, was gibt eurem Leben einen Sinn? Also was ist das, worauf ihr, sag ich mal, stolz seid oder was ihr sehr wertschätzt oder was euch halt so einen Sinn gibt? Ich glaube, ich musste das erst lernen in meinem Leben, weil es etwas ist, was nicht von sich aus kommt. Und gerade wenn man dann durch bestimmte Phasen von Depressionen zum Beispiel gegangen ist oder einfach nur so dem grundsätzlichen Gefühl von der Erfahrung einer Sinnlosigkeit von Welt, durch die jeder, glaube ich, früher oder später im Leben geht. Und die einzige Synthese daraus ist zu sagen, man muss für sich selbst einen Wert finden und zu sagen, was bringt mich morgens aus dem Bett, was ist das Feuer in mir? Und das sind bedeutungsvolle Beziehungen. Sowohl Liebesbeziehungen als auch Beziehungen zu Freunden. Bedeutungsvolle Arbeit bei mir, weil ich keine Familie habe. So, das ist einfach etwas, was ich merke, was für mich etwas sehr Wichtiges ist. Und gutes Essen und gutes Trinken. That's die Dreifaltigkeit. Ja, bei mir sind es schon auch die Begegnungen mit Menschen. Sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Freundschaften.
natürlich auch meine Familie, ganz klar, meine Tochter, und trotzdem aber auch genauso meine Arbeit. Also ich gehe sehr, sehr gerne arbeiten und finde da eine unglaubliche Befriedigung drin. Ja. Alles klar, ja, vielen Dank. Es ist hier endlich mal wieder ein bisschen Action bei mir, weißt du? Das wird ein Vergnügen.